Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere Brottransportlinie hier eröffnet und haben eine durchgehende Transportlinie hier erzeugt. Bedeutet, sie holen Weizen ab, bringen das zur Weizenproduktion zu Brot und die nehmen dann hier das Brot mit und bringen das nach Siegburg. Allerdings sind wir hier natürlich noch nicht so effizient, wie wir es gerne hätten. Aber fürs Erste, denke ich, reicht. Sie machen ordentlich Profit. Wir kriegen einen Umsatz rein, den wir brauchen. Und das ist doch alles eigentlich, was zählt. Weil wenn wir hier gucken, machen sie jetzt aktuell 95.000. Ich denke, das wird sich so bei den 100.000 einpendeln. Ist eine ordentliche Zahl. Wir haben natürlich auch viele Züge hier fahren. Viele Wagen hier rum, kurven und crashen. Das wird sich ja, hier seht ihr, es steigt immer weiter der Profit, weil natürlich das ganze Ding sich noch einfahren muss. Aber es ist auf jeden Fall profitabel und funktioniert gut, wie ich finde. Was wir auf jeden Fall aber machen können, ist hier noch einen zweiten Zug einführen, weil ich habe das Gefühl, dass der Bahnhof hier hinten zum Beispiel schon bald überlastet ist. Deswegen kaufen wir jetzt für 1 Million einen zweiten Zug. Nochmal nach demselben Prinzip, auch mit irgendwie 36 Kapazität. Vielleicht ein bisschen mehr sogar, dass der ein bisschen größer ist, so zack. Und du kommst auch auf die Linie. So, und der fährt direkt los auf seine Mission. Wir sind natürlich jetzt kurz im Minus. Das wird sich, denke ich, in ein paar Sekunden einpendeln, sobald hier wieder der Zug zum Beispiel ankommt oder ein paar von den Frachtern wieder zurück in Siegburg sind oder bei der Lebensmittelfabrik. Dauert natürlich ganz, ganz kurz, weil ich sehe schon hier, die Leute sind nicht geduldig. Sie wollen nicht warten auf ihren Zug. Sie wollen, dass er entweder gleich da ist oder gar nicht. Dafür haben wir jetzt hier unsere Zugreihen, die jetzt hier hin und her fahren. Und ich hoffe, dass die uns ordentlich Geld einbringen, denn Geld ist das, was wir in Zukunft ordentlich brauchen werden. Wenn wir überlegen, alleine, dass wir vom Hin- und Herfahren schon einiges brauchen. Wir wollen große Züge bauen, vielleicht in Zukunft vielleicht sogar ein Flugzeug, das von A nach B fliegt. Bei Flugzeugen überlege ich mir immer, dass ich sozusagen nur die Ecken mache mit Flugzeugen, weil ansonsten lohnt es sich nicht. Bedeutet, ich würde von Siegburg zum Beispiel hier runter nach Ladenburg fliegen oder nach ganz hier unten nach Fürstenau. Das wäre so die Ideen, die ich habe. Ne? Aber man kann natürlich nicht alles prophezeien. So, der ist wieder voll. Hat uns aber nicht ins profitable Plus geführt, wie ich erhofft habe. Wird aber hoffentlich der zweite Zug. Nee, der kann noch keinen Profit machen, weil der fährt aktuell nur im Minus. Das ist natürlich gut zu wissen. Aber jetzt fahren auch unsere Busse zurück. Bedeutet, die werden auch langsam und gemütlich im Plus einbringen gleich. Das wird gut gehen. Oh ja, aber man deckt natürlich schon aktuell, der Zug macht ordentlich an Minus. Bedeutet, wir müssen kurz diese Zeit überbrücken. Wo ist denn der neue Zug? Ah, da ist er schon. Der andere ist da vorbeigefahren. Der kommt da an. Das ist sogar die größere Variante, was natürlich mega cool ist. Die bräuchten auch Lebensmittel. Schau an. Wäre natürlich auch wieder eine Sache, ne? Lebensmittel. Da müssen wir halt wirklich überlegen, dass man diese Produktion irgendwie hier anschließt oder wirklich dann mit einem Zug reinfährt. Das sind dann wieder so Sachen, wo man überlegen muss. Weil da müsste ich dann wahrscheinlich hier irgendwie so ein abgekapseltes Gleis machen. Dafür extra. So, der auch. Haben da auch 30 geladen. Da sieht man wieder, dass einige doch mit dem Zug fahren wollen. Wo ist denn jetzt? Ah, da kommt er schon gleich an. Der kommt gleich an. Das ist ganz gut. Aber ja. Wir machen mal eine ganz, ganz kurze Pause. So, weiter geht's. Das war ein kurzer Anruf wegen Morgen und Hundesitting. Ja, so. Weiter geht's. Wo waren wir? Genau, wir wollten kurz warten, dass wir unser Geld... Das hätte ich währenddessen machen können. Ich bin dumm. Hier fährt Zug 2. Der ist erst aus... Es scheint noch so eine kurze Strecke aus, aber die fahren trotzdem eine Ewigkeit von A nach B natürlich. Das ist ja später wahrscheinlich so eine S-Bahn-Strecke, weil die fahren halt nur 40, eine S-Bahn fährt wahrscheinlich 60, 80. Ja, aber wir sind natürlich erst 1858. Da gibt's noch keine heutige S-Bahn mit Elektrostrom. So, park mal ein in deinen schönen Bahnhof hier. 350 mal bar auf die Kralle, schön wieder auftanken. Und wo ist Zug 2? Der kommt da schon daher. Die geben jetzt auch schön Geld jedes Mal ein bisschen. Money, money, money. Yummy, yummy, yummy.
Jetzt hat es uns natürlich wieder einen ordentlichen Schlag versetzt. Aber ja, weil als nächstes würde ich hier gerne so eine kleine Rundfahrt mit Bussen machen, beziehungsweise Kutschen. Einfach damit wir das schön auch machen können. Der hat jetzt nichts geliefert, oder was? Das so wohl. Wieso? Die Zahl mag ich nicht. Die Zahl mag ich absolut nicht. Die ist mir zu tief. Jetzt bin ich im Plus. Perfekt. Bushaltestelle. Wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, du hältst hier. 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 Hier vorne einmal. Hier einmal. Und dann natürlich an unserer Bushaltestelle. So. Dann machen wir eine Buslinie. Neue Linie. Zack. 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 Und zack. Perfekt. Das ist natürlich nur eine seitige Runde, aber passt ja auch. Das ist jetzt Siegburg 1. Siegburg Kringel. So. Das ist Siegburg Kringel, damit wir schon mal ein bisschen Benennung machen. So. Und dann brauchen wir natürlich die dementsprechenden Kutschen. Können wir uns nicht leisten, weil wir haben kein Geld. Oh, ich hasse Geld. In diesem Spiel hasse ich einfach Geld. Die ganze... Oh, Plus. Schönes Plus. Schönes dickes Plus. Ich habe ein Plus, ich habe ein Plus, ich habe ein Plus. 4 Kutschen sollte es für den Anfang machen. Siegbau Kringel. Fahrt los. Oh, guck mal, ist ein kleiner Biergarten geworden. Also bei der ganzen Konkurrenz hier, dass hier keiner eingeht. Respekt, du. Das muss eindeutig ein Urlaubsort sein. Direkt haben wir die ersten Kunden hier überall. Das ist natürlich schick. Wenn du direkt überall Kunden kriegst, ist das eine feine Angelegenheit. Ach, schau mal, der ist gleich eine Runde gefahren. Der hat beschlossen, nö, den ganzen Stress mache ich mir nicht. Schau mal, die werden hoffentlich jetzt auch bald ordentlich Plus machen einfach. Dann sollte sich das Ganze erledigen. Weil die machen natürlich auch ordentlich Minus auf der anderen Seite. Der nimmt schon hier den ersten mit. Schau mal, da steht so. Oh, der macht schon 9. Oh, schön 9900. Lecker. Leckere 900. Alter, da sind 16 Leute. Yo. Aber schau, die machen gut Kohle. Vielleicht sollte ich doch nochmal ein paar. Nochmal. Ich kann sie mir nicht leisten, mir wurde Geld gestohlen. Ich brauche bitte ein bisschen Geld. Lustig, also die Leute haben natürlich nach einer Zeit keinen Bock mehr zu warten. Das wird hier auch passieren. Oh, voll die Überdehnung. Aber hier kommt ein Zug jetzt. Oh, ich sehe schon wieder grüne Scheine. Grüne Scheine. Das ist toll. Oh, schöne grüne Scheine. Yum, yum, gib's mir. Ja, oh. Lecker, 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 lecker. 4 weitere Züge für meine Kringelschiene. Also, das ist ja nicht wegen den anderen Stationen jetzt gerade, sondern nur wegen dieser einen Station. Weil die uns so viel Plus hoffentlich geben wird. Wie ich das sehe. Weil hier so viele Leute schon stehen. 35, was wollt ihr alle? Und in Zukunft, wenn wir 2 Stationen machen, dann machen wir es im Gegenlauf auch noch. Und das Tolle ist natürlich, dadurch, dass wir jetzt auch die Busse haben, kommen die Personen noch schneller zum Bahnhof. Sie sind nicht mehr so faul, sie nutzen den Bahnhof oder beziehungsweise die Kutschen, um zum Bahnhof zu gelangen. Was natürlich jetzt gerade zum Beispiel hier eine Misere ist, weil wir nur 7 Leute haben, die warten. Das ist uncool. Macht's trotzdem gutes Plus. Ja. Ich habe bessere Zahlen gesehen.
Die sind auch noch nicht ganz scheiße. Die sind scheiße. Aber die sind halt auch immer so basierend drauf, wo sie gerade fahren. Die Kutschen machen gutes Plus mittlerweile. Der Zug wird Minus machen, denke ich mal fast. Aber man sieht auch, jetzt fahren wir natürlich mit dem mit unseren Kutschen immer hier direkt von Evil Dan Busse sagen. Aber es sind noch keine Busse. Das sind noch keine Busse. Was will ich mit Bussen? Ah, die fahren hier schön hin. Und liefern die... Alter! Wie viel denn noch? Ich habe keine XXL-Busse, Leute. Wir sind 1860. Ich habe nur 4er Kutschen. Bin noch kein volles Transportunternehmen bis jetzt. Schau mal, hier sind die ganzen Gastwirtschaften. Die müssten sie auch nutzen, oder? Das ist doch eine Katastrophe. Vorteil ist, sie machen dort ordentlich Geld. Das ist natürlich gut und groß vorteilhaft. So. Jetzt müsste man sich natürlich überlegen, wie man ausbauen anfängt nach einer Zeit. Was ich natürlich gut finde, ich muss nicht forschen. Ich muss mich nur um das Erstellen von Schienen und Strecken kümmern. Das, was ich mehr mag. So, ich habe hier Fleisch. Fleisch bringt mir aber im rohen Zustand zum Beispiel nichts. Und man merkt natürlich, je weiter man raus, desto leckiger wird das Spiel. Hier mache ich Eisenfelder, mache eine Silbermühle. Hier mache ich aus Weizen Kühe. Okay. Ja, nee, ist klar. Ui. Es ist sehr interessant, was hier alles gibt. Marble Mine. Also ich kenne ja teilweise selber die neuen Sachen nicht. Von daher muss ich mich selber ein bisschen angucken. Eine Papiermühle. Jo. Braucht es... Ah nee, also entweder braucht es Marmor und Stein für Baumaterialien und Baumaterialien oder nee. Ich meine, ich brauche mal irgendwas, wo er sagt, entweder oder hier. Also entweder zwei Fisch oder eine Kuh. Aber das heißt hier entweder Slag, Sand oder Marmor und Stein für Baumaterialien. Oder, ja, also das ist diese Oder-Auswahl. Da ist auch so eine komische Holzfabrik. Wo kann ich Papier jetzt zum Beispiel verarbeiten? Kann ich das nicht hier eigentlich unten sehen? Ich depp. Produktion Bedarf. Hier. Du hier. Entweder Kunststoff und Papier oder Kunststoff und Holz wird zu Waren. Okay. Alter, ich verstehe nicht, warum die da so tonnenweise anstehen. Wollen die alle zum Bahnhof oder was? Ah, die Stadt wächst auch, oder? Ja, die wächst ordentlich. Würde ich sagen. Mittelmäßig die Lautstärke, klar, wir fahren hier 3000 Sachen durch. Könnte man irgendwann optimieren. Aber, ui. Die Bevölkerung ist gesunken, aber es steigt stetig wieder an. Das ist, was wir wollen. Einkaufsmöglichkeiten sind auch gestiegen, sind aktuell stetig. Genauso wie die Arbeitsplätze ein bisschen gestiegen sind. Die Lieferanten sind natürlich nicht so gut, wie ich es mir aber wünschen würde. Aber da müsste ich natürlich so ein bisschen das Ganze abändern. Frage ist, wird dann die Einkünfte vielleicht konstanter, wenn ich sage, ich tue nur Weizen liefern? Wir ändern mal das Schichtsystem. Wir nehmen Abzweigung hier raus. Und machen eine neue Linie, die nur von hier nach hier läuft. Das ist Brot für Siegburg. Brot für Siegburg. Und das ist Brot oder Weizenlieferung. Lieferung auch Siegburg.
Burg. Zack, haben wir das auch. Und dann geben wir hier an, wir brauchen bitte von euch, machen wir mal 6 Stück zum Kauf. Und ihr seid alle für die Brotphysik-Burglinie. Ein bisschen weniger Verkehr dort und dafür ein erhöhter Verkehr hier oben. Sollte hoffentlich passen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich kann es natürlich nicht voraussagen. Aber Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wenn ihr Ideen für andere Let's Plays, weitere Let's Plays habt, schreibt es in die Kommentare. Ich lese sie mir auf jeden Fall durch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao.